Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir die neue Düngerproduktion hier aufgebaut, die um einiges stabiler läuft wie die alte. Und das Ganze daher ein bisschen, ja, runterlaufen lässt. Ich tue es immer ein bisschen anheizen, damit er den Kollegen hier vorne ein bisschen mehr schluckt. Und vielleicht, wenn man den Puffer wieder ein bisschen höher treibt, weil der natürlich ein bisschen enger ist. Aber ich denke, das kriegen wir so ganz, ganz gut hin. Die Düngerproduktion, ja, okay, die kommt natürlich dann auch weniger nach. Aber vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Abstand hier rein fürs Erste. Oder für eine kurze Zeit. Die LKWs sind extrem ausgelastet, wie es ausschaut. Was natürlich kein gutes Zeichen ist. Wie schaut es mit unsere Treibstoffproduktion ist over the top, würde ich es nennen. Also so gut laufend. Wahnsinn. Die Siedlungen sind überfüllt. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Also ich glaube, hier muss ich jetzt nicht nochmal wirklich das weiter antreiben. Hier stehen wir gut dabei. Also das ist absolut kein Problem. Das behalte ich fürs erste Mal hier. Da können wir bestimmt noch irgendwas draus machen. Aber ich würde sagen, heute ist der Umzug der alten Mine. Ja. Haben die das da drüben schon abgegraben oder was? Oder wollen die das gar nicht abgraben? Den Versuch zu unternehmen, noch das letzte Stückchen Kohle hier rauszukriegen. Das hier kriege ich nicht, weil ich glaube, das liegt irgendwo da drunter. Das habe ich offiziell eingegraben. Aber das eine Stückchen kann ich noch hier versuchen rauszukriegen, was hier unten sich drin befindet, weil ich glaube, das ist echt nichts mehr. Weil so wie ich das sehe, ist es nur noch Oberflächenkohle. Und dann sind wir hier gut. So, wie viel haben wir hier drin gehabt? Jetzt 5 Bagger und 8 LKWs. Gut. Das kriegt jetzt bestimmt auch keiner mehr hin. Hier, wir brauchen wirklich mal wieder 1-2 LKWs hier auf Lager. Eingelagerte Produkte, okay. Also sind nochmal eine kleine Armada von euch, weil ihr seid sehr, sehr praktisch. Sind zwar kleine, haben nicht viel Volumen, die ganz großen LKWs, die wir ja rein theoretisch zur Verfügung haben. Aber ich denke, die bringen uns einfach mehr, weil die Anlage doch ihre 1-2 Haken hat, wo größere LKWs vielleicht an ihre Limit kommen. Vor allem können die halt nur Kohle zum Beispiel fahren oder nur Stein, aber keine Flüssigkeiten oder Glas und sowas, und die können nur Flüssigkeit transportieren, also die sind eher wirklich spezielle Aufträge. So, du bist repariert, das schaut doch schon mal gut aus, dann schauen wir doch mal. Grundwasserbrunnen, ja, das ist für Wasser halt, ne? Dann tun wir dich mal vielleicht vorbereiten auf noch eine Spendenaktion. So, und dann schauen wir auch, dass wir eventuell hier die Kohlemine. Ich bin mir nicht sicher, wo wir es am schlausten hinstellen. Aber dadurch das ganze Zeug eh hier rauskommt, denke ich mal, können wir fürs Erste hier hinstellen. Und dann wenn ihr euch fragt, was das jetzt wieder für eine Sache ist, die ich hier baue, das ist wieder unsere Zwischenlagerstation. Einmal für Gestein. Wo ist Gestein? Bin ich blind? Gestein. Einmal für Erde. Und einmal für Kohle.
dass wir hier das direkt wieder abtransportieren können. Ins System rein. Ich bin mir auch noch nicht über den Platz des Turms so ganz, ganz sicher. Ich glaube, ich setze den einfach hier hin. So. Und dann ist diese Mine offiziell leer. Wir reißen die letzten Sachen in der Mine ab. Und stellen offiziell die 5 Bagger und 8 LKWs frei fürs Erste. Reißen dich auch ab. Und geben den hier unten 5 Bagger und den 8 LKWs den Auftrag. Akte machen es ja noch die Kollegen, aber das wird sich jetzt dann ändern. Das wird erstmal der Aufgabenbereich von Ihnen. Das ist automatisch ein Leeren. Du kriegst die Exportrouten hierhin. Dann geben wir unseren Kollegen wieder den Originalarbeitsauftrag von hier unten. Bitte einmal aus der Mine raus. Ihr werdet hier nicht mehr benötigt. Das war die erstmal die 5, vielleicht wird ihr dann abgefahren. Bald ist das hier drüben auch nur noch ein Backup-Lager. Wenn das hier alles wirklich verschwindet, ist ein Großteil der Anlage ja eh von sich selber verschwunden, ne? Naja. Wir haben es wieder geschafft, die Anlage hier läuft wieder ohne. Raus damit und U-förmiges Förderband. Rein damit. Dann können die zwei Anlagen jetzt mal richtig schön hochfahren. Frachtschiff hat wenig Kraftstoff. Können wir nicht hier irgendwie einen internen Loop machen, damit das aufgefüllt wird automatisch? Drehen wir die LKWs durch. Können wir das nach da vorne noch durchsetzen. Und dann kriegt das Schiff auch immer seinen Treibstoff, den er benötigt. Bagger hat keinen Treibstoff, Bagger hat keinen Treibstoff. Ja, okay, das ist jetzt die Etablierung der neuen Anlage, ne? Das dauert jetzt alles ein bisschen. Aber jetzt sind unsere Bagger hier endlich angelangt, oder die Kohleproduktion nimmt jetzt hier auch ihren Schwung. Wir können jetzt hier wieder verkippen anfangen. Ich gebe jetzt hier nochmal den Verkippauftrag. Bis hier vor.
Also wir sind hier schon gut dabei und ich werde jetzt auch nicht weiter vergrößern. Aber das Eck will ich auf jeden Fall aufgefüllt haben noch am Ende. Und wenn ich schaue, kommt da eh keine Kohle hin. Doch, oh, bis dahin geht sogar Kohle. Wir bauen hier unten dann auch eine Tankstelle. Wir brauchen überall Tankstellen, Jungs. Überall Tankstellen. Oh, schon langsam füllt sich das Ganze hier auch. Erstaunlich teilweise, wie gut das funktioniert mit dem Verkippen. Haben sie auch schon ordentliche Mengen an Erde, wenn man sich das anschaut. Schon Wahnsinn. Also wenn man bestimmt da drunter schaut, dann können wir doch rein theoretisch nochmal mit dem Bagger-Tool zum Beispiel. Da sind wir bei minus 9 unten und da dribbelt es hoch. Also es sind so 10 Schichten Erde. Roundabout. Zwischen 8 und 10 Schichten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber gerade kein Treibstoff. Ja. Sachen, die man ungern hört. Ihr Bagger hat kein Treibstoff mehr. Jetzt sind sie die Fläche da vorne abgraben. Und sollte Stück für Stück packen. Passen. Und der Sand wird auch gut abgemint und holy, da haben wir viele Sandflächen freigemacht schon. So, dann graben wir den Sand auch gleich wieder ein, dann haben die nicht auch wieder was zu tun. Aber wir haben hier schon den kompletten Mond jetzt dann. Wenn ich mich noch erinnern kann, wie wir am Anfang Stück für Stück versucht haben, diesen Mond zu verkippen. Und jetzt sind wir so weit, dass eigentlich der ganze Mond langsam zu ist. Not bad, not bad, not bad. Oh fuck. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine flache Verkippung, bitte. Das wäre jetzt böse geändert. Aber so scheinen wir auch noch gut voranzukommen. Wie geht's unseren Kollegen hier oben? Oh. Oh, ho, 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 ho. Die kommen sehr gut voran. Finde ich die irgendwo? Ja, die tun gerade hier das Ganze rausreißen. Super, bedeutet für uns ist rein theoretisch freie Bahn fürs Aufräumen der Berge. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Jetzt sind schon die Kohlelager voll. Gibt gleich mal eine Anfrage zum Leeren. Und ich entferne die Zwischenlager da oben. Kann ich das einfach... Das kann ich entfernen, aber das andere muss noch händisch gemacht werden. Müll wollen wir die Kohle nicht tun. Das ist für uns ein sehr wertvoller Werkstoff. Oh, Schan. Sie füllen jetzt hier am Strand entlang. Alle zusammen. Das ist natürlich ein sehr spannender Anblick. Wie sich Stück für Stück das Ganze hier verfüllt. Sehr, sehr spannend. Dieser kleine LKW neben dem Riesen. Der totale Wahnsinn einfach. Hey, Leute, habt ihr da einen Hügel übrig gelassen? Wenn ich sage Mine komplett ausmeinen, dann heißt es komplett ausmeinen. Ich komme schon wieder auf Ideen hier, das ist der Wahnsinn. So, wann geht denn hier die... Ja, wir kamen so oder so in die Kohle wahrscheinlich rein, ne?
hier haben wir sogar noch ein lokales Ölfeld. Wir lassen es mal hier so ein bisschen nach vorne gestretched. Sollte als Minenfläche reichen. Da müsste dann irgendwann die Kohle schon anfangen. Und für die Kohle haben wir die Kollegen jetzt hier zuständig. Die anscheinend jetzt eh schon so viel Kohle haben, dass sie überfordert sind. Lass mich raten. Wir haben wieder eine Grippe moderat. Krankenhaus haben wir schon etabliert. Wir müssen dann nur das zu ihnen schaffen. Dann können wir nicht mal kurz bisschen Medikamente handeln, bevor wir anfangen, die irgendwann selber zu produzieren. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir das fertig kriegen und dann können wir richtig mit den großen weiteren Operationen beginnen. Obwohl, wenn ich mir überlege, das hier war auch eine Riesenoperation jetzt schon. Aber es zeigt, was wir mit für Möglichkeiten mit fetten Baggern haben. Was natürlich noch umso geiler macht, wenn wir wirklich eine noch größere Truppe vielleicht irgendwann zusammenstellen, die dann Massen bewegt, die brutal flott sind. Aber es natürlich kostet viel Wartung, es kostet viel Treibstoff. Obwohl Treibstoff haben wir aktuell so null Problem. Das finde ich so lustig. Super, die Fracht wurde ausgeliefert. Kann ich dich noch hier hinschicken? Ne, dann kommen wir mal noch zurück nach Hause, bitte. Ich würde kurz da ein bisschen handeln. Dann sollten wir die Gesundheit unter Kontrolle kriegen. Wenn sich jemand darum kümmert, dass vom Handelshafen, wo auch immer der aktuell steckt. Hier. Aber das liefern sie schon, wie es erscheint. Ja, perfekt. Jetzt haben wir für die Krankheit im Notfall auch. Ja, super, die fressen das so. Die fressen das wie Frühstück. Das ist doch kein Frühstück, Mensch. Was ist jetzt aktuell überlagert? Zwischenlager, da muss ich hier doch mal. Warum ist hier eine Kante drin? Aber wahrscheinlich, weil da ein Geschwindigkeitsunterschied war. Müssen wir hier dann auch verbessern? Das müssen wir auch mal verbessern. Jetzt sind die Linien allgemein dran, mal verbessert zu werden. Ansonsten kriegen wir das alles nicht ausgeliefert. Das was, wir geben den Kompost da hinten auch noch rein. Weil das ergibt einfach Sinn, wenn ich hier den Kompost. Also hier dann getragen, super. Tja, ihr setzt das jetzt einfach fort. Bis nach da vorne. Super, jetzt scheinen wir das hier auch rauszukriegen. Und damit so einen der Main Struggles auch zu entfernen. Das muss ich auch einmal upgraden. Gut, dann sollte. Alter, wie viel ist denn hier noch gelagert? Alter, Heringsbraten, du. Wir bauen hier ein großes Lager. Mit der Menge kommen wir richtig übel dran. Okay, aber auf 140% hochgestellt. Was erwarte ich, ne? Was erwarte ich mir auch, ne?
Was ich. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.